Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Du hast jetzt die ganz besondere Gelegenheit, dein Leben zu ändern und Einfluss zu nehmen auf die Gesellschaft. Und wie soll das gehen? Das werden wir jetzt in diesem Video besprechen. Vielleicht mal ein bisschen anderes Video als das, was ihr sonst so gewohnt seid. Wir gehen heute gleich auf die sogenannten Schmankerl ein. Wie stelle ich also etwas an, damit diese Welt sich zum Positiven ändert. Und das ist jetzt nicht so an den Haaren herbeigezogen, das wird diesmal ganz konkret. Wir werden also darauf eingehen, welche Trends es jetzt gerade gibt, was dir vorgegeben wird, was du glauben sollst, damit du deine Fähigkeiten in eine Richtung entwickelst, die anderen dient. Stell dir das mal vor. Du hast unheimlich tolle Fähigkeiten, bist dir dessen vielleicht gar nicht so bewusst, fragst dich immer, was soll dieses Leben, was soll das Ganze? Ich arbeite von morgens bis abends und ich komme auf keinen grünen Zweig. Dann wäre vielleicht die Frage, gibt es da irgendwas, was ich verpasst habe? Und ich glaube, da gibt es etwas. Und heute in diesem Video werden wir uns das anschauen, wie du jetzt zur Partizipation an diesem Leben kommst. Das ist, glaube ich, umwerfend. Also, lasst uns mal damit beginnen, wie momentan so die Trends sind. Ja, ihr seht, wir haben jetzt sehr viel Gerede über negative Dinge in der Welt. Gleichzeitig sehen wir aber, dass es eine Bewegung gibt, die immer mehr in Richtung Frieden tendiert. Die Menschen sehnen sich nach Frieden. Es ist nur ganz einfach so, dass in unsere Herzen reingepflanzt wird, auf andere Dinge zu schauen. Dinge, die uns direkt vor die Nase gehalten werden, die Karotten. Und das sind meistens materielle Dinge. Und jetzt jeder, der so meinen Kanal schaut, der weiß, ich lege schon Wert auf materielle Dinge auch als gewissen Maßstab. Und zwar arbeite ich mit meinen Klienten immer so, dass ich sage, okay, das Ganze muss einen Sinn haben. Es muss also einen Sinn dienen, der Fortschritt ermöglicht. Wenn du nur anhäufen willst, dann ist es wahrscheinlich eher schädlich, weil es der einfache Weg ist. Dann bedienst du irgendwelche Ängste. Und da sind wir genau beim Thema. Stell dir vor, es gäbe so eine Gruppe von Leuten, die ziemlich viel Einfluss haben. Und diese Gruppe von Leuten, die nennt man meistens so Eliten. Ja, ob es dann wirklich Eliten sind oder einfach nur Leute, die die Fähigkeit haben, Macht auszuüben und viel anzuhäufen, das ist die Frage. Auch die haben Ängste. Und ihre größte Angst ist, dass man ihnen den Wohlstand und die Macht wegnimmt. Und ab und zu gibt es halt Ereignisse, die sie nicht im Griff haben. Und diese Ereignisse könnten dann dazu führen, dass so der eine oder andere sagt, hey, ich laufe die ganze Zeit einer Karotte hinterher. Und ich komme auf keinen grünen Zweig. Was soll das? Ich muss irgendwo mal was ändern. Und dann fängt er an zu überlegen. Und das ist aus Sicht der Eliten gefährlich. Also setzen Sie auf eine Methode der Manipulation durch Nichtinformation. Also es gibt so ein Traumamodell der Partizipation von Martin Kühn. Ich habe das jetzt vor kurzem gelernt und ich habe erkannt, wenn du danach suchst im Internet, dann kommst du auf ganz viele karitative Seiten, die sich mit Flüchtlingen beschäftigen, mit den Traumata, die sie erlebt haben, etc., wie man erziehungspädagogisch damit umgeht. Und ich glaube, jeder Mensch hat irgendwo das eine oder andere Trauma erlebt. Das ist die Begründung der Ängste, die in uns stecken. Und diese Ängste sorgen dafür, dass wir uns immer auf das Negative fokussieren. Und wenn du eine Gesellschaft hast, die du flutest mit Menschen, die eben Traumata besonderer Art erlebt haben. Also du hast eine Gesellschaft, stell dir mal vor, du hättest eine Gesellschaft, in der einigermaßen alles gut funktioniert, in dem die Räderchen ineinander greifen, weil die Traumata relativ gering sind. Und du willst diese Gesellschaft transformieren, du willst sie gängeln. Du willst, dass die Karotte für sie immer gilt, dass die gar nichts mehr anderes sehen als die Karotte. Die sehen noch zu viel anderes, die sind so kreativ, die sind so schwer zu kontrollieren. Dann wäre es doch ganz gut, wenn du dafür sorgst, dass die tagtäglich Traumata erleben. Die zwar jetzt persönlich vielleicht gar nichts mit ihnen zu tun haben, die aber in den Nachrichten aufpoppen und für sie eine Bedrohungslage suggerieren.
zum Beispiel. Das war übrigens einer der Kommentare, die wir in den letzten Videos hatten. Na, da ging es genau um solche Themen. Und damit hältst du die Leute in ihren Ängsten, in den Traumata drinne. Und du gibst ihnen auch keine Informationen, wie sie da rausgehen können. Du teilst nicht mal irgendwelche Informationen, das ist das, wo wir hinwollen, etc. Ja? Das ist die erste Art der Manipulation. Und wirkliche Partizipation, wirkliche Beteiligung, die findet dann gar nicht statt. Das ist das, was gewollt ist. Wenn du keine Partizipation hast, bist du gegängelt von anderen. Und jetzt hast du die Gelegenheit, da rauszutreten. Das ist das Tolle daran. Du hast jetzt gerade die Gelegenheit, dich zu entscheiden. Und wie machst du das? Ganz konkret. Du kannst, jetzt mal dieses Wochenende vielleicht, das ist eine ganz gute Gelegenheit, einfach mal so in dich reinfühlen. Was fühlt sich denn für dich richtig an? Ja, also, wenn du gerne Frieden hättest, stell dir diesen Frieden vor. Stell dir nicht das Gegenteil vor, stell dir den Frieden vor. Du kannst dich in dein Herz reinfühlen, kannst mal fühlen, wie sich das für dich anfühlt. Frieden, wie sieht das aus? Was erlebst du dann? Harmonie, was erlebst du dann? Liebe, wie sieht das für dich aus? Ja, wir hatten ja jetzt in den letzten Tagen und Wochen sehr stark auch über dieses Thema hier in dem Kanal gesprochen. Ihr seht, es bereitet sich alles vor und es baut aufeinander auf. Also du kannst mal so in dich reinfühlen. Fühl mal in dein Herz rein, wie sich das anfühlen würde, wenn die Welt im Frieden wäre. Und vielleicht, ja, vielleicht kommt an der Stelle gleich der erste Einspruch. Ja, das geht nicht und so weiter und so fort. Wieder was Negatives, ja. Und dann schau mal rein. Das ist etwas, das nicht aus dir herauskommt. Das kommt von den anderen. Das ist die Karotte, die dir eingepflanzt wurde. Dieses "es geht nicht", das ist das, mit dem man dich gängelt. Und wenn du jetzt glaubst, das kommt aus dir, dann hast du das bereits angenommen, was die anderen dir vorgeben. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich dahin, dass ich mehr Dinge umsetzen kann, dass ich eben meine eigene Karotte kreiere, dass ich meine eigenen Anreize setze für mein Leben. Das ist dann die schwierigere Frage, weil das ist etwas Neues. Also wenn Leute plötzlich selbstbestimmt werden, Partizipation heißt selbstbestimmend leben, ja. Ich partizipiere selbst an meinem Leben und nehme teil am Leben anderer im Endeffekt, an der Gesellschaft. Das ist das, worum es geht. Und bisher ist Teilnehmen oder Teilhabe, ihr kennt diese Wörter alle, ne? Ihr seht, also die beschäftigen sich im Hintergrund, beschäftigen sich ganze Armeen von Leuten damit, uns zu erzählen, was Teilhabe bedeutet. Und sie versuchen uns zu erklären, wie wir das zu verstehen haben. Ich erkläre es mal ganz einfach. Teilhabe oder Selbstbestimmung bedeutet, dass du selbst bestimmst über dich und dein Leben. Das geht ja schon mal gar nicht. Also du siehst, da sind genau diese Gegensätze drin. Wir haben jetzt gerade im Moment, in diesen letzten ein, zwei Wochen, eine Welt, in der der Materialismus und das, wie sich die Menschen gerade das Leben vorstellen, gegeneinander stoßen. Das heißt, da sind Auflösungseffekte. Ich hatte ja im letzten Video drüber gesprochen, wir haben unter Umständen verschiedene Szenarien anstehen, Crashes etc. Unter Umständen. Ja, es hängt davon ab, für was du dich entscheidest. Du, ganz persönlich. Und vielleicht ist der Crash gar nicht das Schlechteste. Denn ja, wenn es da so eine kleine Gruppe von Leuten gibt, dann möchten die eins. Die möchten, dass möglichst viele Menschen einer bestimmten Sache hinterherlaufen. Weil dann können sie es steuern. Herde. Also der Schäfer, der hat eine Herde von Schafen und der hat einen Hund. Und der Hund rennt immer rum und bellt und dann rennt die Herde in die andere Richtung und bellt er wieder da. Und, ja, und dann schiebt er die hin und her und hin und her. Das ist genau das, wie die Welt momentan funktioniert. Und das selbstbestimmte Schaf, das sagt, ne, da mache ich nicht mit, ich bleibe jetzt hier und fress da, wo ich mein Essen mag. Partizipation
in der höchsten Auswirkung. Und das Ganze ist natürlich vollkommen klar, die da oben, die Eliten, das sind ja keine guten Menschen. Die sind ja alle so geprägt, dass sie nur im Materialismus existieren können, also in diesem Besitzen und Haben und so weiter. Ich unterstelle denen jetzt keine böse Absicht, die sind einfach da reingerutscht, die sind in dieser Welt so aufgewachsen, das ist einfach so. Die haben auch ihre Traumata erlebt. Ja. Also stell dir mal vor, als junger Mensch, gerade geboren, und dann kriegst du so die erste oder so, ja. Oder es kommt jemand und sagt, ja, jetzt müssen wir dir, was weiß ich, hier Ohrlöcher stechen oder irgendwas anderes tun, ja. Und dann stehen die Eltern daneben und sagen, das ist toll, dass wir das jetzt machen. Und das Kind versteht das ja nicht, dass du da was Positives für das Kind machen willst. Dann hat das Kind sein erstes Trauma weg. Wenn dann noch irgendwelche anderen Riten und Gesten und Rituale reinkommen, ja, was weiß ich. In Japan bei den Yakuzas, da schneidet man, glaube ich, bei der Aufnahme sich den kleinen Finger ab und so weiter. Stell dir sowas mal vor, ja, dann hast du so dein Trauma für den Rest deines Lebens weg. Und dann kann ich mir auch gut vorstellen, wenn du sowas erlebst, dass du dann anderen nichts gönnst. Und dann ist die Frage, möchtest du dich von solchen Leuten kommandieren lassen? Oder möchtest du ein selbstbestimmtes Leben führen? Und dann ist die Frage, wie sieht das aus? Wie schaffst du das? Also, die Traumata lösen ja Ängste aus. Und diese Ängste sorgen dafür, dass wir gar nicht mehr an das glauben, was wir könnten. Wir glauben also nicht mehr an unser Potenzial, an unsere Möglichkeiten und Fähigkeiten. Und ich glaube, es wäre ganz gut, wenn du dieses Wochenende dein Potenzial ausdehnst. Einfach sagst, ich stelle mir jetzt irgendwas vor, zum Beispiel Frieden. Geh mal so in diese innere Harmonie mit mir selbst. Geh mal dann da direkt danach auf die Straße. Und fühle mich mal rein, wie sich das so für mich anfühlt, dieser Frieden. Und bringe das eben mal den anderen Leuten sozusagen mit. Ja, du musst sie nur anschauen. Wenn du bei dir selbst im Frieden bist, dann musst du sie dir anschauen und dann kannst du feststellen, ob die auch in eine gelöstere Stimmung gehen oder nicht. Vielleicht gelingt es dir, vielleicht nicht. Nicht gleich aufgeben, sondern weitermachen. Du kannst auch andere Dinge, könntest auch materielle Dinge natürlich für dich postulieren. Dann kann es aber durchaus sein, dass wenn da keine Sinnhaftigkeit dahinter steht, dass du sofort wieder abgerutscht bist in eben die von außen gesetzte Manipulation. Das Materielle ist eigentlich nur ein Abfallprodukt. Ja. Also das ist ein Abfallprodukt deines eigenen Fortschritts. Deswegen empfinde ich schon wichtig als Maßstab. Aber viel wichtiger ist zu schauen, wo stehe ich gerade, welche Fähigkeiten habe ich und welche Fähigkeiten kann ich für die Zukunft noch entwickeln. Und damit wirst du immer unabhängig sein. Das ist ja das Tolle. Ja. Das ist das, was die da oben am meisten stört. Materiell können sie dich immer gängeln. Ja. Du investierst in irgendwas, was sie vorgeben. Irgendwelche tollen elektronischen Bits und Bytes zum Beispiel. Ja. Die nirgendwo genutzt werden, außer dass die Leute vielleicht sagen, der Preis steigt jedes Jahr und jetzt haben wir seit 10 Jahren einen Preisanstieg gesehen. Dann bist du vielleicht einer Karotte hinterhergelaufen, die dir vorgegeben wird. Dann ist die Frage, okay, wenn ich in Fähigkeiten investiere, vielleicht ist das besser. Fähigkeiten, Entwicklung, positiv zu denken, positive Dinge zu gestalten, mich zu trennen von diesen äußeren Einflüssen, mich zu lösen von den Traumata meiner Vergangenheit etc. Das könnte durchaus sehr, sehr interessant sein. Ja, versuch's einfach mal. Also nimm dir doch einfach vor, dich mal so 5 Minuten sozusagen in deinem Herz zu konzentrieren, zu schauen, wie sieht das aus, wenn ich meinem Herz folge. Ja, gibt es ja immer ganz viele Esoteriker da. Ja, aber wie sieht das wirklich aus, was ich eigentlich anstrebe? Das ist ja, ich glaube, jeder Mensch strebt Frieden an, jeder Mensch strebt Harmonie an,
jeder Mensch strebt Liebe an. Die meisten Menschen streben Liebe im Haben, Wollen, Pol an. Das ist das, was wir gerade in den letzten Videos auch ganz oft mal zwischen den Zeilen diskutiert haben. Ich will das jetzt haben. Ja? Ich will, dass die andere Person mich liebt. Ja? Ich will das jetzt fühlen. Ich will, ja. Wird das so funktionieren? Und wo kommt diese Idee her? Kommt die von dir oder kommt die von woanders her? Und vielleicht, wenn die woanders herkommt, dann solltest du die in ein kleines Päckchen packen. Dann gehst du mit deiner Harmonie heute an den See, wenn da bei dir um die Ecke eine ist, oder an den Fluss, oder drehst einen Wasserhahn auf, lässt das Waschbecken vorlaufen und stellst dir so ein kleines Schiffchen vor, ja, so ein kleines Faltschiffchen. Früher haben wir die mal gebaut aus Papieren, und stellst dir vor, wie du diese Idee auf diesem Schiff losfahren lässt. Ade. Dann ist es auch vollkommen egal, was dann irgendwelche Leute um dich drumherum sagen, und du bist da, um etwas Neues aufzubauen. Und vielleicht muss dann auch die alte Welt, in der wir gerade uns befinden, gewisse Änderungen erfahren. Das ist ja dann auch ganz normal. Und ja, heute ist mir nach dem Rasieren das Handtuch runtergefallen und ich hätte sagen können, okay, Mist, ja, so war eigentlich meine erste Überlegung, die sich am Bilden war. Mist, das Handtuch ist runtergefallen, ich muss mich bücken. Und da habe ich sofort gesagt, okay, vielleicht eine gute Gelegenheit, mich zu bücken. In die Knie zu gehen, sozusagen eine Kniebeuge zu machen und mich zu bewegen. Du hast immer diese Möglichkeit, es einfach negativ hinzunehmen, in die Gewohnheit der Negativität zu fallen oder eben daraus was Förderliches, Positives, was Lernendes, was Bewegendes zu gestalten. Das obliegt dir. Ja, das war's heute an der Stelle. Also du hast ganz tolle Möglichkeiten. Wir stehen jetzt vor kritischen Phasen in der Gesellschaft. Die Elitenpolitik zerbricht gerade. Entschuldigung, ich muss vielleicht nochmal zurückgehen. Wir haben in 2022 erlebt, wie sie ihre manipulative Machtpolitik nicht umsetzen konnten, weil die Menschen in Frieden auf die Straße gegangen sind. Diese Schwingung des Friedens, des Ich bin selbstbestimmt, der Partizipation am eigenen Leben, war stärker als das, was sie von außen setzen konnten. Sie haben hier die ganze Zeit über die Medien Angst verbreitet. Sie haben Traumata setzen wollen. Und dann sind die Menschen rausgegangen, haben gesagt, ich glaube nicht mehr länger an eure vorgegebenen Bilder. Ich glaube daran, dass ich selbstbestimmt leben darf. Und die haben dieses Bild kristallklar in die Welt hineingesetzt, diese Menschen. Sie sind auf die Straße gegangen, friedlich. Sie haben sich praktisch in sich reingefühlt und haben genau das gemacht, was wir besprochen haben. Das war's, was diese Welt geändert hat. Du kannst also nicht hingehen und sagen, ich will jetzt sofort Frieden haben. Ich will. Sondern du kannst sagen, ich stehe für Frieden ein. Und über deine Aktivität wirst du das in die Welt hineintragen. Das ist das, was deine Aufgabe ist. Ich postuliere das jetzt mal für dich. Könnte so sein. Also kannst das ja mal für dich überprüfen. Ja. Und das ist der Punkt, an dem wir gerade stehen, weil sie möchten. Ja, das hat ja nicht geklappt, 2022. Es hat ja nicht so geklappt, wie sie wollten. Und der einzige Ausweg, den sie jetzt sehen, ihre Ziele zu erreichen, nicht unsere, ihre Ziele, ist uns einzureden, dass es für uns besser wäre, wenn wir uns die, ja, genau, gegenseitig eins über die Rübe ziehen. Und dann ist die Frage, machst du da mit oder sagst du, ihr könnt reden, was ihr wollt, ich mache, was ich für richtig halte. Das erinnert mich an eine Geschichte von Nelson Mandela, von dem man ja halten kann, was man will, aber die Geschichte ist klasse. Er war im Gefängnis und der Gefängniswärter hat irgendjemanden anderen schlecht behandelt und dann ist er hingegangen und hat mit einer Bestimmtheit gesagt, das machst du nie wieder, zu dem Gefängniswärter. Er hat also im Gefängnis aus der Position der Schwäche einfach durch Selbstbestimmtheit Macht ausgeübt.
Das ist das, wovor die da oben zittern, weil diese Fähigkeit haben die nicht. Die haben nicht die Fähigkeit, positiv außerhalb von finanziellen und machtvollen Dingen zu denken. Das haben die nicht. Du hast diese Möglichkeit. Und das macht denen Angst. Ja. Also, alles, was die da uns gerade erzählen, wird anders kommen. Ich bin der festen Überzeugung. Ich spüre das schon. Es wird ganz anders kommen. Es wird toll. Und all denen, die so glauben, ja, so Propheten und sowas, es gibt ja so einige Propheten, die immer zitiert werden, weil wir sehen, die Geschehnisse entwickeln sich auch wirklich in diese Richtung von bestimmten Events hin. Und das sind immer Entscheidungspunkte und wir sind an solchen Entscheidungspunkten. Und die haben das natürlich verfälscht. Die haben diese Geschichte so verfälscht, dass sie sagen, okay, die Leute werden dann auf diese Propheten gucken, werden glauben, die Welt wird sich zum Negativen hin entwickeln. Das wird jetzt alles ganz schlimm. Während sie an diesen Schaltstellen der Zeit immer die Möglichkeit haben, in eine positive Richtung zu gehen. Das ist ja das, was Jesus erreicht hat. Die Welt war ja vorher eine Welt, die sehr stark auf diesen Materialismus, auf die Macht aus war. Das Vorchristentum war da ja sehr, sehr stark die vorchristliche Welt war da sehr, sehr stark in diesen negativen Bestrebungen drin. Und das ist das, was sich dann geändert hat. Dann kam Liebe, Harmonie und Frieden. Weil der Frieden hat dann nicht so lange gedauert, ja, weil die Menschen müssen damit erstmal lernen, umzugehen. Aber wir sind jetzt an so einer Schaltstelle, da haben wir die Möglichkeit, wirklich Frieden zu schaffen. Und die da oben glauben, das aufzulösen, ist die einzige Möglichkeit, damit sie weiter Kontrolle behalten. Also haben wir sie jetzt sozusagen im Boxring in die Ecke gedrängt. Einfach nur durch Selbstbestimmtheit, nicht durch Aggression oder etwas anderes. Ja, das war's heute an der Stelle. Also jetzt wirklich, du hast jetzt wirklich eine einmalige Chance. Ich glaube, diese Chance solltest du wirklich wahrnehmen. Ich bitte dich drum. Also nimm sie einfach wahr. Probier es einfach aus. Stell dir vor, wie sieht das aus für dich? Liebe, Harmonie, Frieden. Geh auf die Straße, teile das mit anderen. Dann wirst du sehen, vielleicht der eine oder andere, der wird das nicht so mögen. Ja, gestern bin ich beim Bäcker vorbei. Der Bäcker ist nicht so weit weg von der Psychiatrie hier. An der Ecke stand ein junger Mann. Ich bin zweimal an dem vorbei, dann habe ich ihn gegrüßt. Und dann merkte ich, ja, dem geht es nicht so gut. Habe ich mich kurz mit ihm unterhalten. Und dann hat er mir erzählt, er kam da aus der Psychiatrie, hat ein Problem, hat seinen Job verloren und so weiter. Dann sage ich, ja, warum hast du den verloren? Ja, weil ich mich nicht so angestrengt habe, weil ich mich nicht so verhalten habe, wie es gefordert wurde. Sage ich, wunderbar, du hast das erkannt, jetzt hast du eine Chance. Ja, und er rauchte da einen Joint. Und dann sagte ich, du, pass mal auf, ich, aus meiner Erfahrung habe gelernt, Menschen, die das tun, ich habe mal mit jemandem zusammengearbeitet, ja, dann mussten wir eine Waage im Studium einwiegen. Das hat lang gedauert, eine halbe Stunde, bis die praktisch referenziert war. Und dann ist er an den Tisch gestoßen und wir mussten von vorne anfangen. Der konnte sich gar nicht mehr halten, weil er jeden Tag eben geraucht hat. Ja. Und das ist dann nicht so toll. Lass es einfach sein. Ist auch wieder so eine Maßnahme, damit die Zirbeldrüse, die diese klaren Bilder für uns erzeugt, nicht richtig funktioniert, sondern nach dem Willen der anderen funktioniert. Wenn das gedämpft ist, dann kannst du da mehr Bilder reinsetzen. Und dann nutzen sie dich, um ihre Dinge zu manifestieren, weil sie es gar nicht können. Also, ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Vielleicht hören wir uns, sehen wir uns nochmal. Und du kannst ja dann unten reinschreiben, wenn du es ausprobiert hast, ob es funktioniert hat, wie lange es funktioniert hat. Ja, sei nicht enttäuscht, wenn es nur 3 Minuten funktioniert. 3 Minuten ist besser als gar nichts. Bis jetzt hast du ein ganzes Leben lang, bist du der Krotte hinterhergelaufen, wenn dann jetzt 3 Minuten mal was anderes passiert. Das wäre doch toll. Also, ich wünsche dir ein tolles Wochenende. Bis demnächst. Auf Wiedersehen.